Willkommen zum heutigen Video. Heute soll es einmal darum gehen, wie viel Protein sollt ihr jetzt wirklich nehmen. Und zwar kam das gestern im Livestream auch nochmal auf, dass Leute gefragt haben, ja, soll ich jetzt so viel Protein nehmen, aber wenn ich ketogen bin, habe ich doch dann zu viel Protein, dann kommt Gluconeogenese wieder und die Leute machen sich einfach so viele Sorgen. Und ich möchte nicht, dass ihr euch Gedanken macht über solche Kleinigkeiten, die am Ende sowieso nichts ausmachen, die man sowieso nur theoretisch irgendwo im Labor testen kann, aber für euren Alltag überhaupt gar keine Unterschiede machen. Und dazu gehört natürlich auch der Proteinbedarf in der Hinsicht, gerade auch wenn man ketogen oder Low Carb unterwegs ist. Ich habe euch einen Rechner drunter gepackt, den könnt ihr benutzen. Da steht auch das Idealgewicht drin, bei einem BMI von 22. Und jetzt macht ihr es ganz, ganz einfach, wirklich, und das gilt für jeden von euch da draußen. Ihr nehmt einfach 2 Gramm Protein pro Kilogramm Idealgewicht am Tag zu euch. Fertig, aus die Maus. Nicht mehr, nicht weniger. Mehr könnt ihr natürlich immer nehmen, überhaupt gar kein Problem, aber diese 2 Gramm pro Kilogramm idealem Körpergewicht, die sollten für 99% der Leute da draußen ausreichen. Gibt natürlich immer Ausnahmen, klar. Also, das ist einfach so, damit ihr entsprechend genügend Protein in fast jeder Lebenslage zur Verfügung habt, auch Protein eben für euer Immunsystem, für euren Sport noch extra. Und, egal was ihr für eine Arbeit macht, ihr seid mit diesen 2 Gramm eben völlig abgedeckt. Überhaupt gar kein Problem, das auch am Tag zu decken. Wenn ihr auch mehr habt, ist es natürlich kein Ding. Jetzt kann man noch sagen, wenn ihr dazu noch Sport treibt, für jede Stunde Sport, die ihr jetzt treibt, nehmt ihr nochmal irgendwie so 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht noch oben drauf. Das heißt, geht ihr 2 Stunden am Tag irgendwie extrem Sport machen, macht einen Marathon oder so, dann macht ihr nochmal 1 Gramm drauf, dann habt ihr 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wäre so ungefähr das, was ich euch dann empfehlen kann. Dadurch seid ihr gesättigt, ihr seid ausreichend versorgt mit Aminosäuren. Selbst wenn ihr das irgendwie kombinieren müsst, ihr habt nicht alle Aminosäuren drin, sollte das ohne Probleme ausreichen. Also diese 2 Gramm pro Kilogramm idealem Körpergewicht solltet ihr nutzen. Das war es eigentlich. Muss man sich jetzt Gedanken machen, wenn man sich ketogen oder Low Carb ernährt, wegen der Gluconeogenese? Ich habe schon ein spezielles Video über die Gluconeogenese gemacht und da haben wir auch gesehen, dass so viel Protein überhaupt nicht umgewandelt wird in Kohlenhydrate. Ihr könnt jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn ihr 100 Gramm Protein beispielsweise zu euch nehmt, dass ihr dann diese 100 Gramm Protein in 100 Gramm Zucker umwandeln würdet. Das ist natürlich Quatsch. Erstmal ist der Körper so eingestellt, dass er das eigentlich eher nur dann umwandelt, wenn er das wirklich benötigt. Das heißt, wenn ein Kohlenhydratmangel irgendwie vorliegt, weil ihr beispielsweise euch eben mit 0 Gramm Kohlenhydrate ernährt, ihr seid in der Fastenzeit und macht jetzt nochmal irgendwie eine Stunde Sport obendrauf, dann würde der Körper natürlich hingehen und sagen, okay, jetzt brauche ich aber ein bisschen mehr Kohlenhydrate, jetzt nehme ich die aus dem Protein. Und so ist es dann einfach, dass der Körper nicht automatisch das Protein, was ihr aufnehmt, jetzt in Kohlenhydrate umwandelt, sondern das Ganze eher dann erst passiert, wenn es wirklich benötigt wird. Also braucht ihr euch da schon mal überhaupt gar keine Sorgen machen, dass ihr auch aus der Ketose fliegt. Ich glaube nicht, dass die meisten von euch aus der Ketose fliegen würden, wenn sie 2 Gramm Protein pro Kilogramm idealem Körpergewicht eben dann zu sich nehmen am Tag. Deshalb solltet ihr auch einfach das nutzen und fertig. Und wenn ihr dann eben noch ein bisschen mehr Sport macht, könnt ihr ein bisschen mehr Protein und auch ein bisschen mehr Carbs natürlich mit reinnehmen. Dann ist das alles auch überhaupt gar kein Problem mit der Ketose, selbst wenn ihr dann mehr Protein nehmt. Ich bin mir selbst sicher, dass wenn ihr 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu euch nehmen würdet, dass dann ihr trotzdem nicht aus der Ketose fliegt, gerade wenn ihr auch nochmal Sport mit dabei habt. Vor allen Dingen, weil nicht alle Aminosäuren eben auch zu Glucose umgewandelt werden können. Einige sind eben dann glykogen, andere sind eben ketogen und dann habt ihr am Ende sowieso alles wieder super duper toll. Also, was ich möchte, ist einfach, dass ihr euch keine Sorgen macht, weder um die Gluconeogenese, ich möchte das nicht mehr hören, wenn einer noch von euch irgendwie das Wort Gluconeogenese bei mir in den Mund nimmt, weil er zu viel Protein hat, dann gibt es erstmal rechts und links eine gewatscht und dann verweise ich auf dieses Video. Und dann weißt du auch, warum ich dir rechts und links eine gegeben habe. Also, macht euch darum wirklich keine Sorgen. Das sind Feinheiten, die interessieren eigentlich
überhaupt nicht und ihr vergesst das Wesentliche am Ende, wenn ihr euch mit solchen kleinen Dingen beschäftigt, die euch dann zurückhalten und verrückt im Kopf machen. Genauso wie, muss ich die Kohlenhydrate aus dem Gemüse mit reinzählen oder nicht? Da sind natürlich auch die Sachen so, dass man da ein bisschen lockerer mit umgehen sollte. Dass jetzt 50 Gramm Kohlenhydrate aus Gemüse nicht ungefähr so gleich zu bewerten sind wie 50 Gramm Kohlenhydrate aus Gummibärchen. Das sollte, denke ich mal, auch jedem klar sein. Und wenn ihr dann mal 10 Gramm oder 20 Gramm mehr Kohlenhydrate in eurer Ernährung habt, als ihr eigentlich wollt, und dann das Ganze aus Gemüse kommt, braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Genauso wenig wie wenn ihr dann eben mal 50 Gramm mehr Protein aufnehmt, als ihr eigentlich wolltet oder wie auch immer, dann werdet ihr auch nicht aus der Ketose fliegen oder habt ihr nicht zu viel Protein und das wird auch nicht direkt umgewandelt in Glucose und so weiter und so fort. Macht euch da keine Sorgen, das pinkelt ihr dann höchstens alles wieder auf und der Körper aus und der Körper braucht es dann eben nicht. Und ansonsten macht euch da keinen Stress. Mehr Protein ist definitiv besser als diese empfohlenen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was eigentlich völliger Quatsch ist. Haut euch ruhig das Protein rein. Ich habe Videos darüber gemacht, was der wirkliche mindeste Bedarf ist vom Körper. Und das sind dann halt 0,4, 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist aber nicht ideal. Es gibt immer einen Unterschied, und das verstehen viele auch nicht, was der Bedarf ist quasi, also was ich mindestens brauche, um am Leben zu bleiben quasi, und was vielleicht optimal ist. Und diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht von der DGE und so weiter, die sind natürlich nur dafür da, dass so ein Großteil der Bevölkerung halt so vor sich hin vegetieren kann, ohne gleich abzunippeln. Aber das heißt noch lange nicht, dass es optimal ist, um eben ein sehr gutes Immunsystem zu haben, um dann eben auch sportlich weiterzukommen, Muskulatur aufzubauen und solche Dinge. Und deshalb für euch die ganz einfache Regel, Rechner unten benutzen oder selber ausrechnen, 2 Gramm pro Kilogramm idealem Körpergewicht. Das könnt ihr gerne so in die Welt hinaus posaunen und überall, wo ihr irgendwas von Gluconeogenese seht oder ähnliches oder ich fliege bei zu viel Protein aus der Ketose oder solche Dinge, verlinkt einfach dieses Video hier und fertig. Ich mache es übrigens auch so, dass meine Ernährungspläne, die ihr auch unten drunter findet, die ihr fertig kaufen könnt oder auch die individuellen Pläne, die ich mache, die sind immer darauf ausgelegt, dass man eben so bei ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm idealem Körpergewicht eben ist oder sogar noch darüber, damit man eben satt ist, damit man eben da keine Probleme bekommt und auch gleichzeitig noch Muskulatur aufbauen kann. Klappt bei mir eigentlich auch sehr gut, von daher macht euch da gar keine Sorgen, dann könnt ihr auch ketogen im Defizit Muskulatur aufbauen, wenn euer Protein dann eben ordentlich passt. Kann man natürlich noch ein bisschen was arbeiten mit Timing und so, aber trotzdem, das ist die Grundlage und deshalb schönes Wochenende euch. Und ich denke mal, einen Daumen nach oben und ein paar Kommentare, bei welcher Proteinmenge ihr aus der Ketose fliegt, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Bis jetzt habe ich irgendwie noch keinen gesehen, der das wirklich auch nachzeigen konnte. Und ich selber habe es auch nicht gemessen, dass ich aus der Ketose fliege, wenn ich 5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht nehme. Hatte ich auch schon, alles kein Problem. Also bis denne, Antenne. Mann, das waren jetzt wieder einige Stunden an Arbeit in diesem Video. Wenn dich das weitergebracht hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du sagst, das ist es dir wert, das zu unterstützen. Ich werde von niemandem bezahlt, bin da völlig unabhängig und frei. Du kannst aber in der Videobeschreibung schauen, da kann man auf Patreon monatlich unterstützen oder auch gerne mit PayPal oder Banküberweisung einmalig oder monatlich. Damit kann ich weiterhin unabhängig bleiben. Ansonsten könnt ihr gerne für den Algorithmus einen Daumen geben und auch kommentieren. Das hilft auf jeden Fall auch. Teilt das Video auch sonst gerne und bis zum nächsten Mal.